Okay. Monsieur schläft, wird aber wahrscheinlicherweise gleich aufwachen. Von wo kommen die Strahlen? Von da. Okay. Jetzt wahrscheinlicherweise von der anderen Richtung aus. Ja. Was? Ach du Scheiße. Ich glaube, dort sollten wir nicht mehr an der Kiste hängen. Wäre, glaube ich, ganz ratsam. Dort sollten wir vielleicht dann doch schon runter sein von der Kiste. Und einfach mal nach rechts abbiegen, genau. Ist vielleicht ein bisschen gesünder für uns. Und ich glaube, das wird jedem geschehen beim ersten Mal. Schnell wieder dran. Okay, wäre gar nicht unbedingt nötig gewesen. Aber wir haben es hochgeschafft. Wenn auch nicht gleich beim ersten Versuch. So, schauen wir mal. Das kommt von unten, das kommt dann wahrscheinlich von oben und der kommt von rechts. Okay. So, klettern wir erstmal oben drauf. Jetzt klettern wir schnell unten dran. Okay, soweit in Ordnung. Soweit in Ordnung. So, das müsste stimmen, jawohl. Ach, na sieh mal an. Ach du Schande, Hilfe! Das Ding hält dort sofort wieder. Na toll. Gut, dann sollte ich mich vielleicht nicht da dranhängen. Wie wär's damit? Machen wir es doch mal so. Genau, okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Dann holen wir uns die andere rüber. Und ich sollte mich wahrscheinlich erstmal dranhängen. Ich muss zu dem anderen Hebel. So, denn jetzt müssen wir das Ding anhalten, wenn es diesen Laser blockiert. Genau so. Ho, 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 ho. Nicht. Tu keine verrückten Sachen, die du später bereuen könntest. Ab in die Decke. Und damit hätten wir es auch schon. War doch gar nicht so schwer, Mensch. Warum denn diese Aufregung? Erreiche die Oberfläche, ist das neue Ziel. Machen wir. Hatten wir es nicht vorher auch schon? Egal. Aber wir haben schon mal einen Checkpoint erreicht. Hey, I found a way out. It's just past the next room. But there's a rusty old gate blocking the way. There's a way to open it from your side, but be ready. When the racket starts, every guard down here will come running. Okay. So, neue Sachen zum Lernen gibt es nicht. Dann lassen wir das auch. Ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Zack. Nein, halt. Rauchbomben bitte. Und die Krähenfüße. Die Rauchbomben sind mir doch das Liebste. Unterhalb des alten Tors. So, hier gibt es viele Versteckmöglichkeiten. Die Frage ist, brauchen wir die wirklich alle? Da oben komme ich nicht dran, okay? Schön. Gut, wir schauen mal ganz kurz hier unten nach. Ist das ja bloß fürs Versteck oder gibt es ja auch irgendein Artefakt zu holen? Nur fürs Verstecken, okay. Oh, ich glaube, das wird sehr, sehr ungemütlich, wenn dann die Wachen kommen. Wir checken aber erstmal ein bisschen den Raum aus, würde ich vorschlagen. So, da geht die an. Probieren wir einfach mal alles aus. Ach, wartet mal, wir haben doch hier unsere coole Fertigkeit. Ah, muss ich natürlich auch gedrückt halten. Man sieht aber nicht so richtig, was es auslöst, ne? Ah. Ich glaube, wir sollten uns verziehen. Oh. Die Frage ist jetzt auch, wo ist das alte Frachttor? Ist das die Tür da oben? Das sieht wohl so aus. So, warten wir mal erstmal hier drinnen kurz. Nur keine Panik, wir haben anderthalb Minuten Zeit. Das ist eigentlich wahrscheinlicherweise mehr als genug.
So. Send in the dogs. Nee, lass mal die Hunde. Das ist schon in Ordnung. Oh. Hat er mich gesehen? Check the bed. He has to be here somewhere. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Das ist das Problem. Scheiße. Also ich meine, ich bin ja schon mal da oben. Die Frage ist bloß, wie komme ich da ran? Das leuchtet mir noch nicht ein. Vielleicht möchte mir es jemand erklären. So, probieren wir es doch heute einfach mal auf der anderen Seite. Komm schon, geh weiter. Trau dich, Junge, trau dich. Gut. So, machen wir heute mal hier gemütlich lang. Okay, der geht immer dorthin und ist erstmal alarmiert. Ich frage mich trotzdem, wie kommen wir dort oben dann weiter? So, jetzt sind wir hier. Ach, die Tür öffnet sich in 1,5 Minuten. Jetzt habe ich es erst verstanden. Ich dachte gerade, sie schließt sich dann. Aber nee. Scheiße. Ich muss es irgendwie hinkriegen, ohne den Hund zu alarmieren. Ja. Muss ich mal gucken, wo ich da hingehen kann am besten. Oh shit. Wo geht der denn jetzt lang? Das ist jetzt uncool. Put on your map. There's too much gas in there now. Ja, finde ich auch. Jag mal das Gas wieder raus. Oh, 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 oh. Scheiße. Ihr habt sie doch nicht alle. Wie soll ich denn hier durchkommen mit den Kötern noch dazu? Vielleicht kann ich mich einfach hier drüben dran kletten. Ich warte mal, bis der unten durch ist. Put on your map. Ach nee, der andere kann ja aber hier rüber leuchten. Das ist ja das Problem. So, vielleicht so? Geht das? Was? Wer hat mich denn jetzt gesehen? Töte mich, komm. Ich will es ohne Alarm schaffen. Okay, das scheint aber ein veritabler Weg zu sein. Wenn wir erstmal hier oben warten, bis der unten durch ist. Und uns dann nach Möglichkeit nicht gerade an der Kante, aber dort unten an die Decke hängen. Put on your map. There's too much gap in there now. So, bleiben wir mal hier hängen. Wie sehen die mich denn? Die können mich doch gar nicht sehen. Töte mich, komm. Oder wer sieht mich denn, ist die Frage. Welcher von denen sieht mich? Es leuchtet mir nicht ein. Mann, 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 Mann. Jetzt meinen sie es aber echt nicht gut mit mir gerade. Vielleicht gehe ich auch einfach mal... Der Hund. Okay. Diesmal habe ich es auch mitgekriegt. Der Hund steht direkt dort noch. Also wird der es wohl sein. Ihr müsstet mich dann auch angreifen. Hallo? Wollte keiner. Hatten alle keine Lust, mich anzugreifen. Okay, wie machen wir das denn? Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade keinen guten Weg, ehrlich gesagt. Das ist halt blöd, dass der Hund hier hinten gleich parkt, ne? Ne, er geht weiter. Oh Mensch, wer hat denn jetzt schon wieder mich gesehen? Hier, komm, töte mich. Das ist ja nervig, Leute. Welcher von denen sieht mich? Ich sehe nicht, welcher mich entdeckt. Ist aber nett, dass die da oben einen Zwischenspeicherpunkt machen, sonst würde ich ja wahrscheinlich wahnsinnig werden. Put on your map. There's too much gap in there now. Was? Ach komm, jetzt ist aber lächerlich. Wird der Alarm etwa immer ausgelöst? Es leuchtet mir nicht ein, Leute. Sagt mir bitte, wer mich wann wie sieht dort. Ich verstehe es nicht. Das finde ich uncool. Ach Mann.
So, komm, ich gehe jetzt nochmal hier hinten lang und verstecke mich jetzt hinter dieser Tür. Und da kann mich doch eigentlich keiner sehen. Oh, das war nicht der Plan, das war nicht der Plan. Scheiße. Aber ich habe das Gefühl, der Alarm wird immer ausgelöst. Ich glaube, das liegt nicht an mir. Denn er ist gerade in verschiedensten Situationen, in denen mich wirklich eigentlich keiner sehen konnte, ausgelöst worden. Put on your map. There's too much gap in there now. Nee, da unten gehe ich nicht hin. Search up near the roof. It could be anywhere. Also es kann eigentlich nicht sein, dass sie mich dabei sehen. Nee. Das ist immer der Fall. So, hier unten wird es gleich sehr unschön drin, glaube ich, mit dem Gas. Scheiße. Ja, irgendwo muss ich ja raus. Scheiße. Hier ist alles voll. Das geht überhaupt nicht. Was soll ich denn tun? Leute, ihr habt doch ein Rad ab. Wer soll sich denn hier vernünftig durchquetschen können? Put on your map. There's too much gap in there now. Die da oben nerven mich halt auch, ne? So, ich gehe mal kurz hier rüber. Ach shit, hier ist auch noch einer. Hier sind auch noch mal drei Stück in der Ecke. Wow. Ihr habt echt Eier, mich in so eine Situation hier zu stecken. Und dort... Wieso kann er sich dort nicht an der Wand festhalten? Was ist das denn? Mann, 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 Mann. Na komm. Okay. Ah, Mist. Ich mache halt zu viel Krach, wenn ich den Haken benutze, ne? Schade. Schade. Hallo. Ah, lockt halt auch gleich die nebenan an, ne? Scheiße. Es hätte ja funktionieren können. Es hätte doch klappen können. Okay, lass mal anders. Nein, nicht so. Das war nicht der Plan. Ich wollte anders machen, aber nicht so. Garantiert nicht so. So, ich wollte mal vielleicht probieren, unten mich lang zu hangeln. Wie viele Fehlversuche braucht der Durchschnittsspieler hier wohl? So, ich gehe mal kurz hier unten. Kann ich vielleicht einfach hier bleiben? Komm, wir bleiben einfach mal hier. Was? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Oh, komm. Nein. Wer hatte mich denn jetzt gesehen oder gehört oder bemerkt? Ich meine, es kann ja schlecht der Hund hier unten gewesen sein, oder? Das gibt's ja gar nicht. Die sind so böse. Die sind so böse mit mir. So gemein. Hat's wieder den Alarm ausgelöst? Ohne Grund? Na gut, warum nicht? Die Hunde kommen immer. Die Hunde kommen immer an dieser Stelle, wie es scheint. Scheiße. Oder die melden sich immer zu Wort. Ah, ich komme ja auch nicht mehr zu dem Versteck hin. It's open. Get out of there. Ja, ich würde gern. Jetzt. Jetzt. Gott sei's gedankt. Das war ein hartes Stück Arbeit, ohne Leute zu töten. Hui, 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 hui. Thanks. Now let's get out of here. Oh ja, bitte. Ich will hier nur noch raus. Und das war's auch schon für das Level. Mensch, das war aber kurz. Gut, da habe ich ja nicht so viel gefunden, muss ich sagen, ne? Die 15.000 haben wir gerade so zusammengekriegt. Gut, die zwei haben wir mal wieder nicht gefunden, aber dass wir bloß eine von drei Rollen gefunden haben, ich wüsste nicht, wo wir sonst noch welche hätten finden können, ehrlich gesagt. Dass keine Alarm ausgelöst ist, auch eine Frechheit eigentlich, weil der Alarm ja standardmäßig dort ausgelöst zu werden scheint. Naja, was soll's. Machen wir einfach mal weiter.
komme ich schon mit klar, das ist in Ordnung. Hauptsache, wir sind durch. Das war ein äußerst unschönes Kapitel. Blutiges Gesäusel. Töte geräuschlos und schnell jeden außer Gefecht gesetzten Feind durch Drücken von der linken Maustaste. Weiche Stofftabi. Verbessere dein Schuhwerk, um deine Geräusche beim Laufen zu vermindern. Oh, das ist gut. Verstärkter Stoff. Gepanzerte Kleidung bietet mehr Schutz, ohne Beweglichkeit und Schnelligkeit zu beeinträchtigen. Oh ja, oh ja, oh ja. Dies ist meine Wahl, meine Freunde. Dies ist meine Wahl. Was haben wir hier? Diese Pfeile wurden in starkes Halluzinogen getaucht und treiben einen normalen Menschen in Angst und Wahnsinn. Cool. Kann ich mir jetzt leider nicht mehr leisten. Klingt aber cool. Und gefräßige Insekten. Gefräßige Insekten, die eine Leiche im Nu zu Staub werden lassen. Oder Feinde lautstark lebend verschlingen. Oh, nett. Nett. Also hier kommen jetzt doch ein paar lustige Sachen. Bin ich mir gar nicht sicher, ob ich dann hier die Pfeile nehme oder die gefräßigen Insekten. Müssen wir mal schauen. Aber die beiden Sachen, das freut mich natürlich sehr. Das sind beides sehr nützliche Sachen. Also vor allem das mit dem weichen Stoff, weil offener Kampf ist ja eh nicht so meins. Aber mal unentdeckt irgendwo lang sprinten, das ist wirklich gut. Wir haben es jetzt schon öfter gehabt, dass wir wirklich sprinten mussten. So, machen wir so. Wieder die Krähenfüße. Und auf geht's. Diesmal richtig im Inneren der Festung wahrscheinlich.